Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen des Kulturkreises Gasteig zu dieser ersten Veranstaltung in einer kleinen Vortragsreihe, die wir gegen den Strich gebürstet genannt haben. Wir setzen damit eine Veranstaltungsserie fort, die in der Saison 2009-2010 begonnen hat und damit einen Weg, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die Positionen jenseits der gängigen oder landläufigen Meinungen vertreten. Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich, Ihnen heute Herrn Professor Götz Werner ankündigen zu können, der über das Thema sprechen wird, 1000 Euro für jeden. Wie Sie wissen, geht es dabei darum, eine Forderung zu stellen nach einem staatlich garantierten Grundeinkommen für alle Bürger. Die Thesen von Herrn Werner, die er schon längere Zeit vertritt, sind natürlich, wie alles in unserer Welt fast umstritten ist, auch umstritten. Aber ich glaube, sie bleiben im Lichte der nicht enden wollenden Debatten um Hartz IV, Sozialhilfe, Zukunft der Arbeit absolut aktuell. Wie sehr auch in der breiten Öffentlichkeit die Idee Zustimmung findet, zeigt zum Beispiel die Initiative einer Greifswalder Bürgerin, die im Februar 2009 eine Petition im Deutschen Bundestag eingereicht hat, mit der Forderung und der Bitte, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Bürger einzuführen. Das Erstaunliche war, dass diese im Internet dann veröffentlichte Petition innerhalb weniger Wochen von 50.000 Bürgern unterschrieben worden ist. Und wie ich heute auch erfahren habe, das ist so in der Öffentlichkeit noch gar nicht bekannt, gibt es offenbar in vielen Städten auch politische Initiativen, die sich dafür einsetzen, dieses Grundeinkommen einzuführen. Professor Werner hat nicht nur in Vorträgen diese Idee vertreten, sondern auch in mehreren Büchern. Das letzte ist erschienen im August vergangenen Jahres. Das hat er zusammen mit Adrienne Göhler geschrieben und heißt, Sie fanden es auch draußen an dem Büchertisch, 1000 Euro für jeden, Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Warum vertritt Götz Werner dieses im Grunde soziale Projekt, da er Unternehmer ist, Gründer und Aufsichtsrat der Drogeriekette DM, die meisten von Ihnen sicher schon kennen. Er steht für ein gesellschaftliches Engagement und einen Blick über den Tellerrand der Unternehmensführung, was ihn auszeichnet vor vielen anderen. Und leider gibt es nur selten Menschen dieser Art, die sich auch über ihre eigene Unternehmensführung hinaus für die Gesellschaft interessieren und dafür aktiv werden. Auch in seiner Unternehmensführung ist er andere als die üblichen Wege gegangen, indem er seinen Mitarbeitern viel Freiheit für die Entfaltung eigener Initiativen und Kreativität gegeben hat. Bemerkenswert finde ich auch, dass er im vergangenen Jahr nach dem Motto »Reich zu werden ist keine Schande«, reich zu sterben schon, seine Beteiligung an der Firma in eine Stiftung einbrachte. Dass er auf diese Weise seinen 7 Kindern keine Reichtümer hinterlassen wird, entspricht seiner Überzeugung, dass nur der zufrieden sein kann, der selbst für sich sorgt. Und eine gute Ausbildung haben die Kinder eh. Es sei noch angemerkt, dass Professor Werner sein Wissen und seine Erfahrungen in der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, das ist eine private Hochschule im Rheinland, seit Oktober als Gastprofessor zur Verfügung stellt. Von 2003 bis 2010 leitete er das interfakultative Institut für Entrepreneurship am Karlsruher Institut für Technologie. Aber genug der Vorrede. Herr Professor Werner, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Arnisch Feger, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, erstens mich hier einzuladen und zweitens mich auch noch anzukündigen. Und Ihnen, sehr verehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das ist ja eine Bürgerfrage, die wir besprechen, ne? Also keine Frage für Politiker, keine Frage für Menschen, die nicht die Souveräne in dem Staat sind. Die Souveräne im Staat sind wir, Sie und ich.
Wir sind der Souverän im Staat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das angewöhnt, so zu denken, ne? Also wir dürfen nicht von unten nach oben gucken, sondern wir müssen von vorne nach hinten gucken und von hinten nach vorne. Das ist modernes bürgerschaftliches Bewusstsein und uns fragen, wie müssen wir unsere Gesellschaft gestalten, dass die Gesellschaft so ist, wie wir uns das vorstellen. Und was müssen wir unseren Politikern sagen, wie sie das zu gestalten haben, weil wir das so wollen. Gerade vor 3 Wochen ist in der Schweiz die Initiative gestartet worden zur Volksbefragung Grundeinkommen. Das hat eine ganz, ganz große Bedeutung, weil der Schweizer Bürger und die Schweizer Bürgerin auch seit relativ kurzer Zeit, aber doch, da ist auch passiert, ja, auch passiert, der kennt es schon länger, der weiß, wer im Staat was zu sagen hat. Und interessant, ich habe auch, ja, Herr Anischfeger hat es ja schon gesagt, viele, viele Vorträge übers Grundeinkommen gehalten, über die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, das wäre sozusagen die Überschrift, darunter auch welche in der Schweiz. In Deutschland wird immer gefragt dann, und ich möchte verhindern, dass Sie die Frage nachher auch stellen, was sagen denn die Politiker dazu? Und da muss ich Ihnen sagen, diese Frage wurde in der Schweiz noch nie gestellt. Der Schweizer, glaube ich, würde sich, Schweizerin auch, Schweizer und Schweizerin, die würden sich lieber die Zunge abbeißen, als diese Frage zu stellen, weil die sagt, halt mal, dem Politiker habe ich zu sagen, was er zu machen hat. Und wenn wir als Bürger, als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wenn wir die Souveräne im Staat, in unserer Verfassung steht es ja eigentlich auch so, ne? Nur ist es noch nicht gelebt von uns, weil es noch relativ kurz ist. Ne? Wenn wir denen was sagen, dann haben die das zu machen, und zwar nach den Regeln der Kunst. Also die schweizerische Volksbefragung, die wird nichts anderes sagen, dann, falls sie angenommen wird von den Schweizerinnen und Schweizern, in 2, 3 Jahren, das braucht so lange, die wird nichts anderes sagen, es wird beschlossen, dass jeder Bürger ein Grundeinkommen erhält, was ihn in die Lage versetzt, davon bescheiden, aber menschenwürdig im Sinne unserer Verfassung leben zu können. Näheres dazu regelt das Gesetz. Punkt. Ende. Das ist dann Aufgabe der Regierung, Aufgabe der Parteien. Und ich denke, wir als Bürgerinnen und Bürger, wir haben die Politiker, die wir verdienen. Ja, glauben Sie mir. Glauben Sie mir. Weil die Politiker sind ganz vernünftige Menschen, wenn man sie vor abgeschalteten Fernsehkameras hat. Noch besser unter 4 Augen. Dann sagen die, ja, das ist die Idee mit dem Grundeinkommen, die verstehe ich schon. Aber die Wähler verstehen das nicht. Und das ist ja ein klassisches Vorurteil. Ne? Dieses Vorurteil, das müssen wir ihnen abgewöhnen. Und deswegen ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ein Kulturimpuls, kein politisches Programm. Das kann es dann erst draus werden, wenn genügend Bürgerinnen und Bürger, so wie Sie und ich hier, ne, wie wir, anfangen, in den Kategorien denken zu können. Und ja, wie heißt das schön, der Kopf ist rund, damit die Gedanken ihre Richtung ändern können. Und wenn man sich dann mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens anfängt zu beschäftigen, da stellt man fest, ja, da muss man einiges entrümpeln. Ne? Einiges entrümpeln, um Platz zu schaffen, die Dinge um die Dinge neu begrifflich auch fassen zu können. Ne? Weil wahrnehmen kann man ja vieles in der Gesellschaft. Bloß die Frage, tun wir es dann auch mit den entsprechenden Begriffen zur Erkenntnis bringen? Ne? Wahrnehmen tun wir alle das, was uns umringt, gleichermaßen. Bloß wie tun wir es verwirklichen? Und deswegen muss man sich mit Ideen beschäftigen. Und deswegen sind Sie auch zu so einem Vortrag gekommen, ne? Weil Sie sich
weil sie sich ja nicht nur als Kultur interessiert, sondern wahrscheinlich auch, und das ist ja die Folge davon, wer sich für Kultur interessiert, der tut sie auch schaffen. Jetzt ist es so, dass es bei mir so ist, wenn ich Vorträge halte, habe ich eine Zielsetzung. Die erste Zielsetzung ist, dass Sie mit mehr Fragen nach Hause gehen, wie Sie hergekommen sind. Das ist ganz wichtig. Das ist einfach eine methodische Frage, weil die Zukunft wird nicht durch Antworten geschaffen, sondern durch Fragen. Das ist ganz wichtig. Das ist einfach eine Erfahrung aus meiner unternehmerischen Tätigkeit, um einen kleinen Seitenhieb in Richtung Manager zu geben. Ne? Da können Sie einen Manager und einen Unternehmer, wenn Sie den unterscheiden wollen, können Sie ganz leicht unterscheiden. Ein Manager hat auf alles eine Antwort. Ein Unternehmer hat eigentlich nur Fragen. Ne? Mit Fragen gestaltet man die Zukunft. Es gibt nichts Schlimmeres in einem Unternehmen, das ist jetzt wirklich Empirie für mich, wie die Leute, die immer auf alles eine Antwort haben. Ne? Kennen Sie das? Schreckliche Sache. Ne? Sie können sagen, was Sie wollen, immer eine Antwort. Ne? Das ist die totale Verspießerung der Gesellschaft. Ne? Da haben Sie ja den Spießbürger sozusagen am Schlawittel, ne? Der auf alles eine Antwort hat. Fragen gestalten unsere Gesellschaft. Ne? Und diese Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, das ist doch eigentlich die Frage, die uns sozusagen vom Sitz reißen müsste. Und zu sagen, naja, die Frage müssen wir ja haben, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Ne? Einverstanden? Und weil Sie das so sehen, deswegen sind Sie heute hierher gekommen. Das Zweite ist, dass ich kein Manuskript mitbringe, prinzipiell, weil das Manuskript sind Sie. Und dazu muss ich Sie sehen können. Ne? Sie sind ja jetzt meine Kunden, ne? Wenn ich Sie nicht erkennen kann. Ne? Deswegen machen wir unsere Läden immer sehr hell, dass man die Kunden auch sieht. Also die... Ja, man könnte sagen, die machen das so hell, damit man die Ware sieht. Nein, ich sage, wir machen die Läden so hell, damit man die Kunden sehen kann. Ne? Und wenn man die Kunden nicht sieht, kann man sie ja nicht bedienen. Ne? Das leuchtet ein, ne? Oder? Gut, weil das Wichtige ist ja jetzt, dass wir am Anfang in so einen monologischen Dialog kommen. Ne? Und dann gehen wir dann anschließend in den Dialog, ne? Um dann die Fragen, die Sie wirklich beschäftigen, ins Auge fassen zu können. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht man dann methodisch vor? Ne? Also ich habe gelernt in meinem Unternehmerdasein, ja, man muss immer fragen, wo sind eigentlich die Denkirrtümer? Weil wir sind uns ja doch relativ schnell einig, dass wir uns so verhalten, wie wir denken. Also das würde ich mal sagen, das wäre authentisches Verhalten. Ne? Wenn sich jemand so verhält, aber anders denkt, dann ist er entweder ein Schauspieler, hm? Obwohl ein Schauspieler auch erst richtig gut ist, wenn er sich so in die Rolle reinschlüpft, dass er es auch so denkt, ne? Also dass er wirklich so authentisch zum, ne? Also müsste man fragen, der Beuys hat es mal so ganz gut ausgedrückt, der sagte, wer nicht denken will, fliegt raus. Ne? Wer nicht denken will, fliegt raus. Also das ist nicht der Ausspruch eines Personalchefs, sondern der meint damit, der fliegt raus aus dem Wirklichkeitszusammenhang. Ne? Weil wir brauchen als Menschen ja unser Denken, um überhaupt die Wirklichkeit, die Welt um uns herum verwirklichen zu können, um erkennen zu können. Ne? Und erst wenn man erkennen kann, kann man handeln. Ne? Und der Mensch ist ja auf der Welt, um zu handeln. Das ist der Unterschied zwischen Tier übrigens. Ne? Das Tier ist ein determiniertes Reizreaktionswesen, was sozusagen eben eingebettet in die Schöpfung so lebt, wie es ihm möglich ist. Ne? Das ist immer gleich. Ne? Wenn Sie sich mal so vorstellen, Sie werden als ein Tier geboren worden, dann wäre absolut sicher, als was ich sterben. Ne? Also eine Giraffe, die als Giraffe geboren wird, die stirbt auch als Giraffe. Da können Sie Gift drauf nehmen. Ne? Ich habe noch nie gesehen, dass aus einer Giraffe ein Löwe wird. Ne? Oder ein Elefant oder ein Wiesel oder sowas. Ne? Was Ihnen so einfallen kann. Determiniert Reizreaktion. Der Mensch ist was völlig anderes. Der Mensch und die Tatsache, dass wir uns oft so behandeln untereinander und mit Begriffen aus dem Tierreich titulieren, heißt nur lange, dass es richtig ist. Ne?
Wenn man genau drauf guckt, dann sieht man, der Mensch ist eigentlich was ganz anderes. Der Mensch ist ein ergebnisoffenes Entwicklungswesen. Und wir wissen überhaupt nicht, als was für Menschen wir mal sterben werden. Ne? Weil als Giraffe werden sie geboren. Als Mensch werden sie zwar ausgeboren, aber Mensch werden sie erst im Laufe ihres Lebens. Und da merkt man dann schon, ja, wo sind dann die Anforderungen, die wir haben? Ja, die Anforderungen sind natürlich die, ja, wie schaffen wir jetzt Verhältnisse, dass Menschen sich entwickeln können? Das ist die absolute Preisfrage, ne, würde ich mal sagen. Wie schaffen wir, also Bildung, Sozialität, das ist jetzt, gibt es keine Fußnote, weil ich das so sage, nur, ne, also mir einbilde, dass ich das so, dass es auf meinem Mist gewachsen ist. Sozialität heißt für mich, Verhältnisse schaffen, dass Menschen sich entwickeln können. Sogar noch einen Schritt weiter, das wird dann deutlich, wenn man dann ein Unternehmen hat, und das werden Sie sofort verstehen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich vor 38 Jahren mit einem Unternehmen anfangen konnte, bei Null. Also eins, bei eins muss man sagen, bei Null können Sie nicht anfangen, ne? Bei eins angefangen habe, ne? Also mit mir selbst. Und dann in den 38 Jahren ein Unternehmen sich entwickelt hat, was heute was heute eine Gemeinschaft ist von 38.000 Menschen, ne? Und wo jeden Tag nur in Deutschland 1,2 Millionen Kunden kommen. Ne? Und glauben Sie mir, jeder ist gleichermaßen wichtig, ne? Dringend notwendig für uns. 1,2 Millionen Kunden jeden Tag. Ne? Stellt mal vor, die kommen morgen nicht. Was das für eine Katastrophe ist. Ne? Und wenn statt der 1,2 Millionen nur 1.050.000 kommen, dann haben wir schon Verlust gemacht. Ne? Also, das ist also schon eine heiße Kiste. Ne? Aber gleichwohl muss man sich klar machen, wir brauchen sozusagen diese Menschen, die mit uns zusammen. Sonst geht es nicht. Und das geht jedem Einzelnen von Ihnen. Obwohl ich gar nicht weiß, wo Sie tätig sind, geht es eben von Ihnen. Ne? Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Der braucht die Gemeinschaft. Warum braucht er die Gemeinschaft, der Mensch? Warum begibt der Mensch sich in eine Gemeinschaft? Ja, dann damit er sich entwickeln kann. Damit er sich entwickeln kann. Damit er über sich hinauswachsen kann. Deswegen begeben wir uns in eine Gemeinschaft. Deswegen schicken wir unsere Kinder in den Kindergarten. Deswegen anschließend auf die Schule, damit sie was lernen können. Warum müssen sie was lernen? Damit sie in der Welt tätig werden können. Naja, klar, wenn sie in der Welt tätig werden wollen, als Mensch, gestaltet man die Welt. Ob einem das Ergebnis dann gefällt oder nicht, ist eine zweite Frage. Ne? Aber der Mensch ist ein Wesen, was sich Ausdruck verleiht und gestaltet. Und dazu muss es was lernen. Ne? Und je besser das sich auch kennt, desto besser kann es machen. Ne? Sie würden ja auch nicht ihr Auto, wenn es kaputt ist, zum Malermeister bringen. Ne? Sondern zu einem muss ich sagen, ah, der kennt sich damit aus. Ne? Und deswegen lernen wir. Ne? Wir lernen, um in der Welt zu leben. Wir lernen, um die Welt zu verstehen. Und wir lernen, um in der Welt zu arbeiten. Erst müssen wir es verstehen und dann können wir arbeiten. Und in diesem Sozialen ganz genauso, wenn man sich klar macht, wir begeben uns in soziale Gemeinschaften, um tätig zu werden. Um sozusagen unserem Leben Ausdruck zu verleihen. Das ist ja das Tätigwerden. Das ist das Ziel. Egal, wo Sie tätig sind, ist es immer das Ziel, wenn Sie mal darauf reduzieren. Und in der heutigen Zeit ist es dann so, dass wir eben nicht mehr tätig werden, um zu überleben, so wie das früher war. Das können Sie erinnern beim Sündenfall. Ne? Da hieß es dann, du, zukünftig sollst du im Schweiße deines Angesichtes für dein Überleben sorgen. Ne? Das war dann tausende von Jahren so, dass die Menschen als Selbstversorger, ne, auf ihrem Grund und Boden tätig geworden sind, um zu überleben. War noch bis vor wenigen Jahrzehnten. War das in unseren Gefilden. Waren das die Rahmenbedingungen. Ne? Die Menschen haben gelebt, zum großen Teil, mit abnehmender Tendenz zwar, aber immer noch zum großen Teil in der Landwirtschaft. Und in der Landwirtschaft, vor 150 Jahren zum Beispiel, hieß in der Landwirtschaft leben, zusammen mit seiner Familie, gegen die Unbillen der Natur, für sich selbst sorgen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass das deutlich wird. Und wie ist es heute? Wie ist es heute? Heute können Sie für sich konstatieren, wenn Sie genau hingucken, dann werden Sie feststellen,
alles, was ich tue, immer wenn ich tätig werde, Klammer auf, produktiv werde, werde ich tätig für andere Menschen. Eine völlig diametral veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingung, gesellschaftliche Faktizität. Also das ist nicht jetzt eine Idee, die ich Ihnen sage, sondern das ist eine Empirie, die können Sie beobachten. Und gleichzeitig können Sie beobachten, das habe ich immer zu meinen Studenten gesagt, nehmen Sie einfach mal einen Zettel und schreiben auf, was Sie alles in Anspruch nehmen, von morgens bis abends. Und da werden Sie plötzlich feststellen, ich nehme immer jemand anders in Anspruch. Und zwar die ganze Welt. Das ist doch verblüffend. Wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, ziehen Sie alles aus, was nicht in Deutschland hergestellt worden ist, dann hätte der Herr Hanischweger hier gleich seinen ersten Skandal. Jeder Zeitungsreporter würde sagen, verdammt nochmal, wieso war ich da gestern nicht dabei? Wir hätten hier eine FKK-Veranstaltung, ist doch klar. Ne? Und Sie können das heute Abend ausprobieren. Wenn Sie sich ausziehen, dann gucken Sie mal überall in die Etiketten, wo das alles herkommt. Da werden Sie feststellen, die ganze Welt ist für mich tätig. Stellen Sie mal vor, eine faktisch völlig neue Lebenssituation, wenn Sie nur 100 Jahre zurückgehen. Ja, bei der Textilindustrie brauchen Sie nur 35, 40 Jahre zurückgehen. Das muss man sich, also mich beeindruckt das immer wieder aufs Neue. Aber unser ganzes Denken, mit dem wir die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gestalten und sie veranlagt haben, stammt noch aus der Zeit davor, wo das nicht so war. Also, was regiert unsere Gesellschaft ganz stark? Das ist eine gewaltige gesellschaftliche Innovation gewesen, nämlich die Entwicklung des Bismarckschen Sozialstaates. 130 Jahre. 130, 140 Jahre, es muss immer erst gedacht werden, bevor es dann gemacht wird. Ne? Also 100, das ist entwickelt worden vor 140 Jahren. Ja? Vor 140 Jahren, als die Menschen noch zum großen Teil, 60% der Bevölkerung lebte damals im Deutschen Reich in der Landwirtschaft, als Selbstversorger, haben für sich gearbeitet. Und dann hat man gesagt, ja, und wie muss jetzt der Sozialstaat gebildet werden. Aus dieser realen sozialen Situation hat man dann angefangen, Sozialstaat zu bilden. Und es war eine tolle Innovation. Wurde weltweit zum Vorbild genommen. Bis in die heutige Zeit. Also wirklich, da hat Deutschland was gebracht. Ne? Aber das ist ja das Problem, wenn man Erfolg hat. Das sage ich Ihnen jetzt wieder als Unternehmer. Was heißt Erfolg? Übrigens, da kann ich Ihnen empfehlen, versuchen Sie mal zu unterscheiden, ob etwas gelingt oder ob etwas ein Erfolg ist. Ne? Also für eine Hausfrau ist es ganz logisch, ein Kuchen kann einem gelingen, wenn man den backt. Ne? Aber das muss deswegen kein Erfolg sein. Zum Beispiel, wenn er stehen bleibt. Ne? Dann ist der Kuchen zwar gelungen, aber es war kein Erfolg. Ne? Also dass man anfängt, da mal begrifflich das zu unterscheiden zwischen Gelingen und Erfolg. Und was man lernt als Unternehmer, dass ein Erfolg deswegen Erfolg heißt, weil es Folgen hat. Und die Folgen des Erfolges sind immer die, dass man nicht so weitermachen kann, wie man zum Erfolg gekommen ist. Man muss seine Methoden verändern. Deswegen gibt es ja diesen berühmten Ausspruch von Albert Einstein. Er sagte, wir können die Probleme von heute nicht lösen mit den Methoden, mit dem Denken, durch das die Probleme von heute entstanden sind. Und dass wir heute diese Probleme haben, liegt daran, dass wir genau das Gegenteil tun. Wir versuchen, die Probleme von heute zu lösen mit den Methoden, durch die sie entstanden sind. Und das ist zum Beispiel die Methode der Vollbeschäftigung. Das Denken in Vollbeschäftigung, das Denken in Erwerbsarbeit. Ganz stark, also die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, das ist ja das Charmante an der Idee, finden Sie in allen gesellschaftlichen Gruppierungen. Meistens an der Wurzel, in allen Parteien. Aber wo es die Idee am schwersten hat, das ist dort,
wo die sozialistische Ideologie noch am dominantesten ist. Das ist ganz klar, ne? Die sozialistische Ideologie. Ne? Ideologie hat ja immer, wenn aus der Idee eine Ideologie wird, dann wird sie sozusagen nicht mehr hinterfragt. Das hat dann zur Folge, dass man in diesem Arbeitsbegriff, ne? Arbeit ist weisungsgebundene, sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit. Das ist unsere Begrifflichkeit. Weisungsgebundene, sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit. Und dann kann es dann wirklich passieren, dass eine Frau zum Beispiel angesprochen wird. Du sage mal, meistens sind es Freundinnen, du sage mal, arbeitest du eigentlich oder bist du zu Hause bei deinen 3 Kindern? Kennen Sie das? Merken Sie? Ist ein Denkirrtum. Ist ein Denkirrtum. Und warum werden wir sozusagen immer wieder Denkirrtümern ausgesetzt? Na, weil das verhindert Entwicklung. Na? Und das ist ja wunderschön dargestellt im Menschheitsdrama Faust 1 und 2, ne? Wie sozusagen der Widersacher immer wieder versucht, ne? Mit mephistophelischen Blendgranaten, ne? Den Menschen von seinem Weg abzubringen. Ne? Das war ja sozusagen die Verabredung im Prolog zwischen dem Herrgott und dem Mephisto, ne? Dass der Mephisto gesagt hat, ja, dann gib mir doch mal so einen, ne? Dann werde ich dir mal zeigen, was das für eine erbärmliche Kreatur ist. Der Mensch, also so salopp übertragen, und da sagt der Herrgott zu ihm, jetzt aber wörtlich, sagt er zu ihm, ja, dann nimmst du mal den Faust, ne? Und jetzt sagt er wörtlich, und steh beschämt zur Seite, wenn du erkennst, der Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Und jetzt können Sie dann mal so hingucken, können sagen, naja, sind denn die Dinge, die an uns herankommen? Sind es die, die uns unterstützen sollen in unserem dunklen Drang? Oder die sozusagen den rechten Weg, das Bewusstsein für den rechten Weg frei schaufeln sollen, ne? Oder frei räumen sollen, dass das durchkommt? Weil sie können das in jedem Menschen finden, da können sie sich drauf verlassen. Also Sozialität begründen, Sozialität gestalten, das geht nur, wenn Sie diesen Ausspruch im Faust, wenn Sie den ernst nehmen. Also, ich mache es Ihnen ganz platt, denn nicht, dass Sie meinen, ich will Ihnen einen philosophischen Vortrag halten, ne? Ich bin ein Praktiker. Ne? Also, ich kann Ihnen nur sagen, als Unternehmer, ich habe es jetzt wirklich erlebt, ne? Mit einem Laden angefangen, und da kamen jeden Tag so ungefähr 500 Kunden, jetzt kommen 1,2 Millionen, so eine kleine Veränderung. Ja, Sie können nicht so einen Laden führen, wenn Sie sagen, ja, jeder, der zu uns kommt, ist ein potenzieller Ladendieb. Ne? Das geht nicht. Wie wollen Sie einen Filialbetrieb aufbauen, wenn Sie sagen, jeder Kunde, der zu uns kommt, ne, ist ein potenzieller Ladendieb? Ich garantiere Ihnen, so viele Videokameras können Sie gar nicht aufhängen. Ne? Die können auch kein Unternehmen führen. Wir haben, wie gesagt, in Deutschland haben wir 24.000 Kolleginnen und Kollegen. Ne? Eine ist übrigens gekommen heute, unsere Filialleiterin aus Garmisch-Partenkirchen, falls Sie mal